Löschung von Marken wegen Verfalls. Wie man Marken aus dem Register entfernt, wenn sie nicht wie eingetragen benutzt werden. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und wir veröffentlichen jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Außerdem veröffentliche ich demnächst ein Buch rund um Marken, wo ich das Thema mal ganz ohne Paragraphen und Juristendeutsch, aber schon in der Breite erkläre. Und mehr Informationen dazu finden Sie unter der Adresse dasmarkenbuch.de. In diesem Video gehe ich erst einmal auf die Kriterien ein, warum Marken gelöscht werden. Dann gehe ich auf das Verfahren ein, wie Marken gelöscht werden. Und ganz zum Schluss erzähle ich auch natürlich was zu den Kosten. Eine Marke kann immer dann gelöscht werden, wenn sie nicht wie eingetragen benutzt wird. Entweder wird sie gar nicht mehr benutzt oder sie wird verändert benutzt, so dass der sogenannte kennzeichnende Charakter verändert ist. Wann ist nun der sogenannte kennzeichnende Charakter verändert? Als Faustregel oder so als Bauchgefühl kann man vielleicht sagen, wenn man zwei Marken im Abstand von einigen Minuten sieht oder wahrnimmt, würde man die Unterschiede bemerken oder nicht? Wenn man die Unterschiede bemerken würde, dann ist in der Regel der kennzeichnende Charakter verändert. Dazu gibt es natürlich verschiedene Ausnahmen. Eine der Ausnahmen ist die sogenannte Normalschreibweisenregel. Das heißt, wenn die Marke in einer der drei Normalschreibweisen eingetragen ist, also zum Beispiel alles in Großbuchstaben, dann gilt sie natürlich auch benutzt, wenn sie in alles Kleinbuchstaben benutzt wird oder in der Schreibweise erster Buchstabe groß, Rest klein und natürlich umgekehrt auch. Also wenn die Marke als nur in Kleinbuchstaben eingetragen ist, dann gilt sie auch als rechtserhaltend benutzt, wenn sie nur in Großbuchstaben benutzt wird. Außerdem spielt in der Regel die grafische Ausgestaltung von Wortmarken überhaupt gar keine Rolle. Das heißt, wenn Sie eine Wortmarke haben, kann in der Regel diese Marke nicht gelöscht werden, wenn Sie eben eine grafische Gestaltung dafür wählen, eben ein Logo. Das Wort ist ja trotzdem noch Bestandteil dieses Logos. Bisher ist es so, dass beim DPMA, beim Deutschen Patent- und Markenamt, zwar ein Antrag auf Löschung wegen Verfalls gestellt werden kann, wenn dann der Markeninhaber aber innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist widerspricht, dann muss man dieses Löschungsverfahren vor einem normalen Landgericht, vor einem Zivilgericht fortsetzen und eine Löschungsklage einreichen. Alternativ kann man natürlich auch einfach direkt eine Löschungsklage beim Landgericht einreichen. Der Vorteil des Umwegs über das DPMA ist, dass eben dem Markeninhaber eine Chance gegeben wird, dieses Gerichtsverfahren zu vermeiden und vielleicht eine Einigung mit dem Löschungsantragsteller, also dem Gegner, zu finden. Aktuell ist es zumindest im deutschen Recht so, dass die Benutzung für die letzten 5 Jahre vor der Antragstellung oder der Klage und für die letzten 5 Jahre vor der rechtskräftigen Entscheidung über diese Klage oder den Antrag nachgewiesen werden muss. Wenn der Markeninhaber in den 4 Monaten vor Antragstellung oder Klage die Benutzung aufnimmt, dann kann diese unberücksichtigt bleiben, wenn er auf den möglichen Verfall der Marke aufmerksam gemacht worden ist. Zumindest in Deutschland sollte die Benutzung der Marke immer mit einer eidesstattlichen Versicherung, möglichst im Zusammenhang mit weiteren Materialien wie beispielsweise Rechnungen, Katalogen, Flyern, anderem Werbematerial, Angeboten nachgewiesen werden. Außerdem helfen Angaben über die Ausgaben für Werbung und Marktforschung, die vielleicht betrieben wurde, also Ermittlung von Marktanteilen. Und in manchen Fällen liegen sogar Umfrageergebnisse aus Bevölkerungsumfragen vor. Die Unterlagen müssen einmal das geschützte Zeichen in Verbindung mit den geschützten Waren oder Dienstleistungen aufzeigen und müssen natürlich in den relevanten Zeiträumen datiert sein. Die Kosten für so ein gerichtliches Löschungsverfahren liegen nach RVG bei mindestens typischerweise zwischen 20.000 und 40.000 Euro Gesamtkostenrisiko, also Kosten beider Anwaltsseiten und den Gerichtskosten. Dann kommen möglicherweise noch relativ geringe Kosten, vielleicht in Höhe von 500 bis 1.000 Euro hinzu, vor der Klage erstmal den Markeninhaber anzuschreiben, um vielleicht eine außergerichtliche Lösung zu erzielen oder vielleicht schon mal den Antrag auf Löschung beim Amt zu stellen. Da die Löschung der Marke global, also insgesamt auf die Wirkung der Marke zielt und nicht nur gegenüber dem Antragsteller
und vor allen Dingen die Ermittlung dieser ganzen Benutzungsunterlagen sehr aufwendig ist, kann es schon ein ganz erhebliches Druckmittel sein, diese Löschung einer fremden Marke zu betreiben, beziehungsweise eben die Löschung zu beantragen. Ab dem 1. Mai 2020 können Marken dann auch mit einem amtlichen Löschungsverfahren beim DPMA gelöscht werden. Die Antragskosten werden bei etwa 400 Euro liegen und ich schätze mal, dass die erste Instanz Kosten insgesamt von so vielleicht 2.000 bis 4.000 Euro verursachen würde. Das sind verglichen mit dem Landgericht relativ geringe Kosten. Allerdings ist es so, dass die Verfahren beim Amt in der Regel deutlich länger dauern als die bei Gericht. Beim Landgericht hat man bei Markensachen in der Regel die Entscheidung innerhalb von einem Jahr. Bei Markensachen vorm Amt kann das auch durchaus mal 2 bis 4 Jahre dauern, bis die erstinstanzliche Entscheidung ergeht. Ich hoffe, dass ich gut erklären konnte, wie man Marken wegen Verfalls, also wegen Nichtbenutzung, löschen kann. Wenn Sie neu in unserem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie unseren Kanal. Mehr über mein neues Buch zu Marken erfahren Sie unter dasmarkenbuch.de. Und das Wichtigste zum Schluss: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.